Moin erstmal. Ja, wir sind wie immer auf der Rehbach unterwegs. Hier müssen wir mal ein bisschen vorsichtig fahren. So, mit dem Drescher. Wir haben 3 Lohnaufträge an Land gezogen mit ja, fürchterlich guten Aussichten, würde ich mal sagen. Dazu gehört ein Rapsfeld. Das ist das, auf das wir jetzt gerade zufahren. Links seht ihr meinen Deutz, der gut was an Wolle hinten drauf hatte. Da waren jetzt inzwischen 4 Paletten. Das wird also dann auch wieder eine fröhliche Umsatzgeschichte. So, jetzt muss ich einmal gucken, wo ich jetzt hier am besten... ja, Tank ist leer. Wo ich jetzt hier am besten einfach mal ankuppel. Ich mache das mal so. Ich fahre noch mal ein Stück zurück. So kann das vielleicht stehen bleiben. Das können wir mal machen. Hier ist ja jetzt genug Platz. Und dann kuppeln wir erstmal an und dann sollten wir in den Raps gehen. Ja, die Felder, die ich mir hier zum Ernten an Land gezogen habe, die sind auch direkt am Hof. Da muss ich gar nicht weit fahren. Und wir werden das auf den Weizenfeldern auch auf jeden Fall so machen, dass wir uns das Stroh wieder einsammeln, um halt ein bisschen Zusatzgeschäft zu machen. So, einmal CapView, dass wir hier direkt richtig starten. Ja, und dann werde ich hier mal anfangen, ein bisschen Raps zu dreschen und sobald es wieder was Neues zu berichten gibt, steigen wir wieder ein und dann lasse ich euch teilhaben. Bin gespannt, was hier runterkommt, wie lange das dauern wird. Ist ja noch relativ früh, wir haben jetzt nach der Uhrzeit 8.04 Uhr. Könnte schon recht spannend zu sein. Ich fahre im Moment ja auch auf halber Zeit. Und das ist im Moment, glaube ich, auch ein guter Plan. Ein sicherer Plan zumindest, weil ich glaube, dass das sonst eng werden kann mit unserer Tätigkeit hier als Lohner auf den 3 Feldern. Es ist noch ein 4. Auftrag da mit einem weiteren Weizenfeld. Ne, mit einem weiteren Rapsfeld. Das ist das Feld Nummer 8. Das habe ich mir aber nicht gesnackt. Ich habe gedacht, ich versuche das jetzt erstmal mit 3, ob ich da zeitlich hinkomme an einem Tag. Aber ich denke, das ist schaffbar. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Übrigens, während ich hier so lustig meinen Lohnauftrag abarbeite, es hat noch keine Entscheidung gegeben dazu, was wir tun, ob wir den Aussiedlerhof jetzt kaufen, ob wir den noch nicht kaufen, ob wir noch weiter Lohneraufträge machen in diesem Jahr und noch ein Jahr warten, bis wir noch weiter Wolle verkauft haben und unsere Lohndienstleistungen hier hoffentlich erfolgreich abgeschlossen haben. Das ist noch nicht klar. Ihr habt dann noch nicht ausreichend Feedback gegeben. Da warte ich noch auf Rückmeldung von euch. Ansonsten werde ich wohl zum Wochenende eine Entscheidung treffen. Es geht darum... Ups, da war ich ein bisschen zu früh. Es geht darum, wie gesagt, den Aussiedlerhof zu kaufen. Und weil mir der wirklich gut gefällt, der ist ja gleich hier die Straße runter, der ist, finde ich, ein echt geil angelegter Hof. Und wäre sozusagen nicht nur nah an meinem Hirtenhof hier, sondern hätte auch gute Möglichkeiten, dann halt eben die
Scheunen drumherum mitzunutzen, um da halt eben weitere Geräte unterzustellen. Die Felder sind relativ gut geschnitten, die in der Nähe sind. Die müsste man dann kaufen oder mit in die Pacht nehmen. Und ja, das ist halt eben so die Frage, die mich umtreibt. Dieses Jahr noch durchziehen als Lohner und sich mit Mähaufträgen, Dreschaufträgen, Düngeaufträgen über die Runden zu bringen und die eigene Wolle zu verkaufen dann. Oder schon jetzt in die Bresche springen sozusagen und den Aussiedlerhof kaufen. Das Problem an der Geschichte ist, der Aussiedlerhof kostet mal eben schlappe 650k. Die habe ich aktuell nicht. Ich müsste also tatsächlich einen Kredit aufnehmen. Und ja, da bin ich im Moment unsicher, was wir tun sollen. Habe ich noch nicht so die Entscheidung getroffen und die möchte ich gern mit euch gemeinsam treffen. Lasst also gern einen Kommentar da, wenn euch das Video gefällt. Ne? Einfach auch ein Like da lassen und beim nächsten Mal wieder reinschauen. Und dann gebt mir mal Feedback, was wir tun sollen. Hof kaufen oder weiter lohnen. Macht mir auf jeden Fall großen Spaß hier auch. Nicht nur jetzt die Dreschaufträge, sondern halt eben auch, dass wir bei den Aufträgen, bei denen wir Stroh produzieren können, dann halt eben auch noch ein bisschen Zusatzgeschäft machen. Zwar auf den ersten beiden Feldern, die ich da jetzt gedroschen habe, das war Gerste. Da habe ich einen Umfang von jeweils 10.000 Euro an Stroh, wenn ich zum besten Preis verkaufe. Vielleicht auch ein bisschen drüber. Und das ist doch schon mal ganz ordentlich. Finde ich zumindest. Und das sollten wir uns auch nicht entgehen lassen. Auch jetzt hier bei den beiden Weizenfeldern, die anstehen. Auch da werde ich das machen. Und ich hoffe mal, dass wir auch da so 10, 15 pro Feld dann noch extra erwirtschaften können. Muss dann nur gucken, wo ich das Stroh lagere, denn so langsam wird auch da der Platz eng. Ne? Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Okay. Dann mache ich hier mal ein bisschen weiter und wir sehen uns gleich wieder. So, der New Holland TX32 hat gerade einmal abgetankt. Ja, der IHC hat jetzt heute die Aufgabe übernommen, hier den Class-Anhänger zu ziehen. Das ist beim Raps, glaube ich, auch besser. Raps ist ein bisschen schwer, deswegen die 3-4 PS, die wir hier haben, können wir auch gerne so entsprechend einsetzen. Ich lasse den hier jetzt einmal kurz stehen und tapp mich mal durch die Geräte und dann würde ich sagen, steigen wir hier jetzt mal aus beim Schäffer. Das gute Stück ist ja nur gemietet. Wir können mal gucken hier bei meinen gekauften Gerätschaften. Da ist er nicht dabei, aber hier bei den gemieteten Gerätschaften, da ist er dabei. Und der kostet uns ja auch richtig Geld. Wir haben ihn jetzt schon seit 10 Monaten. Ne? Ihr seht es, 10 Monate haben wir ihn hier schon gepachtet. Hätte ich beinahe gesagt, gemietet. Und wenn wir uns mal angucken, was der in der Miete kostet. Ich meine, ich habe den 26,30. Wenn wir den jetzt mieten, kostet mich der pro Monat 15,55, also 1.500 Schleifen. Das heißt, da hat mich jetzt schon 15.000 gekostet. Das ist eine gute Stange Geld. Wenn es tatsächlich so ist, wir können noch einmal in die Übersicht gucken, was wir da an Mietfahrzeugen haben. Einnahmengebäude, wo haben wir denn das? Das müsste ja auch irgendwo stehen.
Neue Fahrzeuge, Tiere, verkaufte Gebäude, Landkarte, Betriebskosten, Fahrzeuge, Mietkosten, genau, da steht es ja. Da steht es ja. Also sehen wir hier, im April haben wir schon 8.000. Und jeden Monat sonst immer 305. Das ist nicht ganz 15, ne? Also wenn wir 10 haben an Mietkosten für so ein Fahrzeug, dann ist das, glaube ich, schon mal eine ganze Menge. Müsste jetzt auch gucken, seit wann ich den habe. Ich weiß gar nicht, ob ich den von Anfang an habe. Das habe ich jetzt im Moment nicht auf dem Schirm. Aber es ist halt einfach eine Stange Geld für das Gerät. Und unser Deutz hat ja die Möglichkeit auch mit Frontlader zu arbeiten. Da haben wir eine Frontlader-Konsole. Deswegen nehmen wir den jetzt erstmal aus dem Programm und geben den zurück. Hat uns gute Dienste geleistet, keine Frage. Aber lohnt sich nicht, kostet zu viel Geld. Entschuldigt bitte. Dafür hole ich mir dann lieber einen passenden Frontlader für den Deutz. So, und da gucken wir mal, was wir da Feines finden. Frontlader. Ich habe eigentlich immer die Quicke-Konsole. Wir sind hier bei einem Schlepper von 140 PS, 150 PS. Also das soll das, glaube ich, schon ganz gerne sein. So. Und als Designfarbe nehmen wir mal hier das Deutz Grün mit rein. Dann wissen wir, dass der für den Deutz ist. Und als Hauptfarbe Jet Schwarz. Sehr schön. So, den kaufen wir mal. Der müsste gleich nebenan auf der Wiese erscheinen. Wir tappen in den, ja, da hinten fährt noch der TX32, der ist da lustig am Dreschen, genau so soll es sein. Wir tappen in den Deutz, das wollte ich sagen. Einmal krellen. So. Dann hier hinter den Krone legen wir mal das Gewicht an den Baum. Das brauchen wir im Moment nicht. Die sind auch schon wieder erntereif. Das heißt, wir haben wirklich eine Vielzahl an Tätigkeiten jetzt hier im Juni, die wir ausführen müssen. Wir müssen ja nicht nur unsere Lohnaufträge machen, die drei Stück, und unser Stroh da runterholen, sondern wir müssen auch das Heu ernten. So, einmal hier auf meiner Konsole umstellen. Dann klappt das. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Gabel geblieben ist. Die habe ich mir hier nämlich auch irgendwo hingelegt. Dass wir die dann direkt benutzen können. Na. Da liegt sie. Habe ich noch nicht gesehen, weil ich von der Seite da so komisch Gras versteckt war. Okay. Dann haben wir das, dann können wir jetzt hier nämlich tätig werden. Ich muss einmal aussteigen, ich muss gesagt einmal von draußen gucken, wie das jetzt aussieht. Sehr spannend. Das ist halt doch ein bisschen was anderes, ne? Wenn man jetzt plötzlich dann doch eine größere Maschine zum Einsatz bringt.
Ah, zu früh eingelenkt, verdammt. Ach Mann, Henso. Krieg ich den jetzt zur Fassung? Lass euch teilhaben an meiner Unfähigkeit. So, ein bisschen unkonventionell. Und ein bisschen quer hast du mehr, ne? Sagt man ja immer. So. Das ist auch relativ uninteressant, hätte ich beinahe gesagt. Unentspannt. Oder entspannt, so. Weil die brauchst du einfach nur hier hinzufahren. Verschwindet von alleine. So, und wenn ich das richtig sehe, na, bei 78% ist der Drescher im Moment. Das geht ja noch. Ja, da sehen wir ihn auch schon. Er fährt da lustig seine Bahnen. Ja, und während ich hier jetzt mal versuche, diese Palette aufzusammeln, macht er seine Arbeit. Sehr schön. Hat einen 80% vollen Konter. Ja, siehst du mal. Guck mal, das mit dem Aufstellen, das habe ich schon mal raus. Das hat geklappt. Jetzt ist nur noch die Frage, ob ich ihn wieder auf die Gabel kriege. Jawohl. Ja, Penzo hat's drauf. So, jetzt geht's hier wieder einmal hin zum Abladen. Rückwärts, rückwärts. Palette ist leer, das geht ganz einfach. Und dann zum nächsten. Gut, dann werde ich mich hier mal um die Wolle kümmern und in die Produktion bringen. So, der IRC, der hat gerade mal wieder den Drescher abgetankt und ja, ich habe hier die Wolle in die Produktion gebracht und ich werde jetzt mal gucken, dass der Deutz eine Aufgabe kriegt, wenn ich hier rauskomme. Ich habe hier ziemlich dicht an der Wand geparkt. Zu meiner Schande. Glaube, ich kann den Frontlader hier auch stehen lassen. Zumindest die Frontladerschwinge hier stehen lassen. Und den nehmen wir mal dran. Na komm. Und dann lasse ich den gesamten Frontlader hier. Und dann gehe ich mal dran, die Wiese zu mähen. Da die ja erntereif ist und schon in der zweiten Wachstumsstufe, da sollte also auch einiges runterkommen. So. Gucken wir mal. Einmal rückwärts ran an das gute Stück. Den diesmal ein bisschen schräger gestellt extra. So. Er hat eigentlich einen ganz geilen Wendekreis, muss man sagen. Ist gar nicht so wenig, was der kann. So, dann wollen wir mal aus der Kabinensicht gleich rausgehen.
Einmal alles ausgeklappt. Und dann fange ich mal hier an, die Wiesen zu mähen. Gut, meine Lieben, während ich das tue, geht es in den Abspann. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal natürlich wieder reinguckt. Bleibt gesund und munter, passt gut auf euch auf. Und ihr wisst ja, wenn man Spaß hat bei dem, was man tut, dann ist das eigentlich auch immer von Vorteil. Wir sehen uns wieder, so hoffe ich. Bis zum nächsten Mal, euer Enzo Nato. So, gib Gas, Karl-Heinz, und ich sag tschüss.